So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Bei mir ist gerade Montag. Morgen wäre Dienstag. Das heißt, morgen würde das Frühlingsevent beginnen. Und wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Guckt euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Was wir vorbereitet haben, extra ein paar Frühblüher, wenn man die so nennt, ich weiß es nicht. Da ist der Mülleimer, da ist die Pennerbank. Und da haben wir noch mehr. Alles extra schön für den Frühling. Ich möchte euch jetzt aber mal was zeigen. Obwohl eigentlich sinnlos, ihr habt es ja eh schon im Titel gelesen. Wir stehen hier mitten an der Kreuzung beim Polizeiparkplatz. Ich baue euch jetzt mal hier auf. So. Ab Dienstag ist ja dann auch Caputoro in den Raids, was vielleicht wieder viele nicht interessieren wird. Mega Voltenso geht auch wieder, Mega Taubos kommt rein. Hier bin ich jetzt mit Stanley Glücksfreund geworden. Da möchte ich bitte ein Regieis haben. Ich bin ja gerade auf der Suche nach dem Hunderter. Den drücken wir aber mal kurz weg. Gucken mal kurz hier, was für Raids in der Nähe sind. Ja, Mega Voltenso, noch ein Mega Raid geht auf. Braucht ihr noch Mega Voltenso? Ist eh zu spät, wenn ihr das Video seht. Raidet ihr gerade Mega Taubos? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir wollen jetzt aber Eier brüten. Ich war die ganze Zeit nämlich drauf, 10 Kilometer Eier zu brüten, weil ich dachte, das sind die besten mittlerweile, wegen Milzerbonbons sammeln und so weiter. In den 12ern war ja nichts Besonderes mehr drin. Jetzt hatte letztens aber das gewechselt, ein neues Pokémon ist in die 12 Kilometer Eier gekommen, namens Molunk, wenn das so heißt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Dieses kleine, schwarze, creepige Mischung aus Ente, Fledermaus und Drache. Ich weiß immer noch nicht, was das wirklich sein soll. Soll wohl sehr selten sein. Und vor allem das Weibliche noch seltener. Denn nur das Weibliche könnt ihr auch entwickeln. Das ist also wie bei Wadribje, dass nur das weibliche Wadribje zu Hornweisel entwickelbar ist, weil das ist dann die Bienenkönigin. Wir haben jetzt extra 12 Kilometer Eier. Da könnt ihr auch mal hier drauf drücken, damit ihr auch mal seht bei dem Eierpool, was dann immer auch so dasteht, was da alles drin sein kann. Und ihr seht ganz unten in der letzten Rubrik, das müssten die sein, die am seltensten sind. Da ist auch das neue Pokémon mit drin. Ansonsten habe ich auch nichts gegen 100er Garnuwel oder 100er Pampam oder XL Bonbons für beide, damit ich mal irgendwann eins maxen kann auf 50. Lavitar ist jetzt nicht mehr so der Shit. Skalük Shiny wäre immer noch ganz nett, aber wir haben es eigentlich nur auf das Neue abgesehen. Die packen wir jetzt alle mal hier in Brutmaschinen rein. Aus 12 Kilometer werden dann nix. Jetzt aus 12 werden 8. So. Es dauert jetzt wieder 3 Jahre. So, noch die 3 unten auf der Bonusaufbewahrung. Ich habe wirklich auch geschaut, dass die alle neu sind, dass da keins dabei ist, wo es nicht drin sein kann. Da war nämlich in der Bonusaufbewahrung unten noch 3 alte, wo es nicht mit angezeigt war. Auch die habe ich jetzt ausgetauscht. Im Gegensatz zu vielen anderen bin ich nicht am ersten Tag los und habe alle Brüder rausgeholt und alles weggebrütet und ständig nur gebrütet. Ich habe mit dem Unendlichen so lange weitergebrütet, bis alle alten Eier weg waren, bis alle 10er weg waren, bis alle 2er, 5er, 7er weg waren, bis die alten 12er weg waren, um jetzt trotzdem mal eine Folge zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es gibt davon. Ich probiere es jetzt einmal und entweder ist es dabei oder es ist nicht dabei und dann wird es wieder gemütlich. Aber weil ja eh ab Dienstag im Frühlingsevent der Hauptaugenmerk auf Eier gelegt wird, eigentlich 2 Kilometer Eier dann, dass ihr auch da die Babys mit Kostüm wieder rausbekommt, möchte ich gegen den Trend spielen, statt 2 Kilometer Eier kommt von mir jetzt eine 12 Kilometer Eier Folge. Ich würde sagen, ich laufe dann ein bisschen, ich melde mich dann zurück, wenn das fertig ist, wenn das aufgeht. Wir schauen mal, ob ich Glück habe, Sternstück nicht vergessen, gibt es auf jeden Fall wieder eine Masse und mal schauen, was noch alles drin ist. Wie viel bleibt drin? Machst du gerade? Ja, ich filme mich jetzt. So. Nee. Nein, lass mich in Ruhe, ich will nicht. Pfütze. So, wir sind zurück. Was ist denn? Ich habe doch gesagt, die Eier gehen gleich auf. Ich wollte doch eine Runde nochmal durch den Park. Das Muttertier ist nämlich da. Die hat nämlich gerade noch Wege erledigt. Jetzt ist das Muttertier da. Hallo Muttertier. Da lacht sie sich wieder schlapp. Ne?
Und die Eier sind jetzt auch fertig. Ich habe zu ihr gesagt, wir können ja gleich noch mal in Rewe Essen holen, noch was, einen Film dann noch gucken. Aber es ist so schönes Wetter, man kann hier mit T-Shirt rausgehen. Wir wollen jetzt einmal um den Park rumlaufen. Wir sind von da hinten gekommen. Da ist die Golden Gate Bridge. Wir laufen einmal davor Richtung Stadttheater, Brücke der Technik vorbei und zum Rewe Center. Einmal um den Kanal. Da sind Enten. Früher konnte man hier auch, da war ein Bootssteg, konnte man da auch mit dem Boot um den Kanal rumfahren, durchs Wasser. Jetzt aber nicht mehr. Und jetzt laufen wir hier vor und gucken uns jetzt mal die Eier an. Denn 12 Kilometer Eier gehen auf. Sternstück ist auch an. Und ich hoffe, da ist jetzt ein Molung drin. Das sind die allerersten 12 Kilometer Eier, die ich jetzt brüte, seitdem Molung in den Eiern sein kann. Ich habe 3 alte weg. Und in jedem Ei ist die Chance, dass ein Molung drin ist. Und wir brauchen ein weibliches, ich sag's nochmal dazu, dass man das auch entwickeln kann. Ja, die Sonne ist voll doof da oben. Sieht komisch aus. Egal, wir drücken jetzt mal drauf. Guck mal, was drin ist. Guck mal, wie viel Staub es gibt. Wie viel Bonbons. Wir haben ein Skalyk. Skalyk ist die Nummer 1 mit 5900 Staub. Müssen wir auch gleich alles noch bewerten. Ein Lavitar, das zweite ist ein Lavitar, 4800 Staub. Noch ein Lavitar, 4800 Staub nochmal. Auf die XL und die Bonbons kann ich jetzt gerade gar nicht achten. Viel zu viele Infos. Gladiantri, 9600 Staub ist jetzt gerade das meiste. Noch ein Skalyk, aber das ist auch am häufigsten drin, wieder 4800. Zurukex, der muss seine Hose schon festhalten, 7263, interessante Zahl. Noch ein Gladiantri, 8300, also die dümmsten Pokémon geben den meisten Staub, so könnt ihr euch das merken. Noch ein Lavitar, was hätte ich mich früher gefreut. 8100 Sternenstaub. Noch ein Skalyk. Weißt du, wie viele Eier das jetzt waren? 7300 Staub. Noch ein Skalyk. Mit 8500. Das geht halt jetzt alles relativ flüssig, dadurch, dass ein Ei nach dem anderen einfach öffnet und durchläuft und durchzieht. 6.364. Früher musstet ihr ja wirklich dann auf das Ei extra drauf drücken, nochmal, damit das überhaupt aufgeht. 7.100. Das war also die Skalyk Edition. Leider kein Molung dabei. Weder männlich noch weiblich. 9, 10, 11, 12. Das war noch alt. Wir haben hier angefangen mit dem Skalyk. Wir können ja mal kurz bewerten. Stellen uns mal so hin, dass die Sonne nicht so rumhängt. 10, 10, 10. Das ist das Schlechteste, was man kriegen kann aus dem Ei. 10, 11, 13. 12, 13, 14. 11, 12, 14. 15, 10, 13. 15, 12, 15. 13, 13, 13. 12, 12, 15. So könnt ihr die Werte auch mal lernen. 11, 13, 15, 11, 15, 13, 11, 10, 11, 13, 11, 14 und das waren theoretisch alle. 1119 XL Skalyk Bonbons. Weißt du, was ein Skalyk ist? Ich weiß es nicht. Willst du es mal sehen? Guck, das ist ein Skalyk. Ist ein Vogel, ne? Ja, der sieht aus wie so ein, keine Ahnung. Wie ein Geier. Halt ein bisschen mopsig. Ein mopsiger Vogel. Ich kann dir mal die Weiterentwicklung zeigen noch, dass du siehst, was aus dem wird. Aus dem wird nämlich das. Ein Krefeldis oder wie das heißt. Ja. Wie in der Wüste beim Roadrunner.
Kennt ihr noch den Roadrunner, wenn dann immer der Geier kam und wollte alle aufessen? Ja, aber der sieht doch ganz gut aus. Der sieht gut aus, weil der nicht mehr so mopsig ist. Da sind schon wieder unterschwellige Bemerkungen. Nehmt ab, geht raus, bewegt euch, werdet nicht dick. Seid nicht wie ich, seid nicht Ramses der Dicke, seid Ramses der Dünne. Und da geht auch noch ein 5er-Raid auf. Muss heute auch noch meine zwei freien Pässe wegmachen. Poste ich dann noch rein. Momentan ist hier noch Voldolos drin. Wenn ihr das seht, ist Caputoro drin. Habt ihr schon ein Molung gebrütet? Habt ihr ein weibliches? Wer hat ein weibliches? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß beim Frühlingsevent und bei den 2-Kilometer-Eiern. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Muttertier. Tschüss. Ja, jetzt wieder so.